Ja, merci, Herr Hoffmann, Kolleginnen und Kollegen. Ob Modulation vom Index vielen nicht weideht, glaube ich nicht. Ob da nur am Privatsektor oder am öffentlichen Sektor ist, sind es vor allem die Leute mit den kleinen Peien, die mit allem Cent müssen rechnen, für das im Moment vom Mond der Konto abgeht. Das kann ihnen also nie pauschal sagen, dass es keinem gibt weideht. Genau für das Leid bräuchte man sozial begleitende Mesuren, für das mal teilweise abzufangen, was für den Moment Sicherheit zusammenbraucht. An der Marsch, an der Marsch von Projet de Loi ist das angekündigt worden, aber für den Moment leid da noch nichts Konkretes um durch. Am Chambers-Rapport steht, es gibt insgesamt 360 Millionen mit diesem Gesetz angespürt worden. Heifun wäre rund 79 Millionen, die der Sektor Publik, also die öffentliche Finanzen, gewonnen. Beim Kalkül von diesen Ersparnissen an der Fonction Publik ist das Problem aber, dass diese Rechnung nicht mehr die Dépenses konsideriert. Die Rechnung von der Regierung ist sehr gemäht. Nicht die Paie beim Staat allgemein, hält die Regierung wahrscheinlich die indexgebundenen Leistungen vom Staat, die, wie wir wissen, 2006 bei der letzten Tripartit, zum Beispiel beim Kannergeld, schon moduliert gesehen, und multipliziert sie mal 2,5%. Da kommen sie dann auf die rund 80 Millionen Euro. Es sind also rein Dépensen, die soi-disant angespürt gehen. Die Resette-Seite fehlt aber komplett auf dieser Rechnung. Wenn den Index mehr spät oder gar nicht abfällt, kommen aber auch meine Steuern, kommen meine Kotisationen für die Krankenkasse, auch für die Pensionskasse ran. Das betrifft doch selbstverständlich den Impuls der Solidarität, die wir so dringend brauchen, für mit der Arbeitslosigkeit umzugehen. Es bleibt also von den angekündigten Ersparnissen wahrscheinlich um langen Ende nicht viel übrig. Die fragt mich, ob der Staat ein schlechter Dichter ist. Ich hole mich auch an, dass das letzte Woche als Finanzminister Frieden noch gelauscht hat, wie hier der provisorische Kassensturz für 2011 vorgelöst hat. Nur 2010 hatte man alterem ein Rekordjahr, wo man 5% mehr Resetten an der Staatskasse hatten oder hatten wie geplant. Da das dadurch bedingt, dass wir an der Fonction Publique, hier im Steueramt, sprich mehr Steuern angezogen haben, aber weil die Commerce Elektronik mit 550 Millionen, also 130 Millionen, oder 30% mehr erbrüchen hat. Auch wenn das nach kein definitive Konto für 2011 war, kann ich nicht sagen, als Staat für einen schlechten Dichter, für und allem nicht, wenn ich es mit dem neuen Ausland vergleicht. Kennt nach dabei, dass man 140 Millionen Euro an zwei Risikokapitalfonds ablehnt. Der Finanzminister hat vielleicht recht, wenn er sieht, wer nicht riskiert, die gewinnt doch nicht. Es muss ihn aber trotzdem bedenken, dass das Summen am Konto vom Staat fehlen, sonst wird den Überschuss bei der Resette par rapport zu den Prävisionen nach mir groß. Sind da Juren, wird Eis gezielt, an das all die unseren Obenheits, dass man bei den Staatsfinanzen abbrechen werden. Auch wenn wir deals volatile Resetten haben, muss ich das ganze Tag für Jahr gucken, und keine Mesuren holen, die bis über das Jahr 2006 darüber rausgehen. Nach dem Wort, was mich wirklich erfeiert hat am Rapport von der Chambre, das ist die Expression, die Schock salarial Inflationistin, die da steht, was am Fonds soll heischen, das, was du könntest, ist ein
der prävisible Schock, den an den nächsten 2-3 Jahren weit soll durchkommen, weil alles so eine Inflation über das durchrollt, dass man das anscheinend unbedingt muss machen. Ich muss euch sagen, Herr Gimakari, mal für dumm verkaufen. Für allem, wenn ich weiß, dass sicherlich Estland an den letzten Jahren durchaus an der europäischen Normlung, was die Inflation betrifft. Highlight Lützburg nach immer nehmen am fiesten Platon von den Inflationsraten. Es kann Ihnen also sagen, dass das also von der Kommission mit den Horror beigezogen ist und beweist für allem, dass alle Mesuren über 2012 heraus keinen Sinn ergeben und dass es ein Fehler ist. Meine Meinung hat das Vorgehensweise von der Regierung in anderen zwei Hauptgründe. Der erste Grund ist, sie wollen Ruhe an der Regierung, was den Index betrifft, bis die nächsten Wahlen. Da an das Gesetz so aus, wie wenn das auch gibt, gelingen, könnte Ruhe an Koalition. Mir schenkt es so zu sehen, dass der LSAP mit enger geplanten Ausnahme das Projekt schlicken wird. Und das zweite Argument fährt nicht, dass den Terror schon präpariert wird, dass den Index mittelfristig aufgeschafft wird. Merci.